Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 93. Spiele-News-Folge, Freunde. Und heute geht es um Monster Hunter. Keinen neuen Ableger, weil ja dieses Jahr neuer Ableger ja schon rauskam. Es handelt sich um einen Film, Freunde. Ja, Monster Hunter soll verfilmt werden. Und der Film orientiert sich an die Spiele. Und Freunde, es gibt schon erste Details zur Story des Films. Mila Jovovich soll in der Monster Hunter Verfilmung eine der Hauptrollen spielen. Auch Charaktere aus Monster Hunter World erwarten uns offenbar. Capcom will Monster Hunter World auf die große Leinwand bringen. Jetzt gibt es die ersten Story-Details zu der kommenden Verfilmung mit Mila Jovovich. Auf dem Regiestuhl nimmt Paul F.S. Anderson Platz, der zeichnet unter anderem auch für die Resident Evil Filme verantwortlich. Freunde, was sagt ihr dazu, dass Mila Jovovich eine der Hauptrollen in Monster Hunter World spielt? Was meint ihr dazu? Das könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, Freunde. Und was haltet ihr davon, dass der Regisseur von den Resident Evil Filmen den Film macht? Das könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, Freunde. Bisher wurde das nur gemutmaßt, jetzt scheint es festzustehen. Mila Jovovich übernimmt eine der Hauptrollen, von denen gibt es anscheinend gleich zwei, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Story des Films orientiert sich offenbar zumindest in Teilen an der Handlung aus dem neuesten Spiel der Reihe, Monster Hunter World. Darum geht's im Monster Hunter Film. Zwei Helden, die aus unterschiedlichen Welten kommen, um eine geteilte Gefahr zu zerstören, die mächtigen, tödlichen und großartigen Monster, die das Land bevölkern. Ja, definitiv. In derselben Pressemitteilung erklärt Capcom, dass der Film eine Mischung aus Altbekannten und Neuem bieten soll. Im Kinofilm soll es ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben. Unter anderem wurde bereits bestätigt, dass der Admiral mit von der Partie sein wird. Unterwegs werden die Zuschauer neue Entdeckungen machen und auf bekannte Gesichter sowie beliebte Charaktere aus dem Spiel treffen. Wie den Admiral. Der Cast ist nicht von schlechten Eltern. Neben Mila Jovovich geben sich auch noch Diego Boneta, Juan Perlman und T.I. Harris die Ehre. Internationale Partner sollen dafür sorgen, dass die weltweiten Distribution reibungslos verläuft. Da wären zum Beispiel Tencent in China, Toho Film in Japan und Screen Games sowie Sony Pictures. Und damit ist wohl gemeint, von was für ein Filmstudio sowie Sony Pictures dann den Film ins Kino bringt. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht, aber die Dreharbeiten sollen bald anlaufen. Dass der Streifen noch ewig in der Produktionshölle schmort, scheint eher unwahrscheinlich. Es sieht also nicht danach aus, als würde den Monster Hunter Film dasselbe Schicksal wie so viele andere Videospiele Verfilmungen ereilen. Ja, Freunde, ich habe zwei Fragen an euch. Erstens, freut ihr euch auf den Film? Und zweitens, was muss er eurer Meinung nach bieten, der Film? Die beiden Fragen könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare beantworten, ob ihr euch freut und was der Film eurer Meinung nach bieten soll. Könnt ihr mir mal in die Kommentare beantworten, die beiden Fragen. Das würde mich echt interessieren, ob ihr euch darauf freut und was eure Meinung ist, was der Film zu bieten soll. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge zum Monster Hunter Film. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Spiele-News-Folge.
Das war zu Shadow of the Tomb Raider. Da wurde jetzt der erste DLC angekündigt. Falls ihr wissen wollt, wie der erste DLC heißt, dann gelangt ihr hier oben zum Video und wann der DLC erscheint, wisst ihr dann auch, wenn ihr hier oben klickt zum Video. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.